heute, wir besuchen eine Ausstellung und wir gehen zum Maker Faire. Ich zeige interessante Erfindungen. Wir werden auch mit einigen Erfindungen sprechen. Abonniere meinen Kanal und gib mir ein Like. Komm mit mir, es wird interessant sein. Guten Tag. Hallo, ich bin die Anja vom R2 Builders Club. Ich bin Johanna. Woher kommen Sie? Also wir sind ein Club, der ganz in Deutschland ansässig ist. Wir kommen aus ganz verschiedenen Städten und wir bauen Star Wars Ruinen originalgetreu nach. Jede Familie baut für sich einen Ruinen und wir stellen die dann auf den Messen einfach aus und zeigen den Leuten, wie sie gebaut werden. Gut, und wie lange braucht die Zeit für einen Roboter? Also ungefähr, die Bauzeit beträgt ungefähr 1 bis 2 Jahre. Oho. Das ist so anders, ja. Können Sie sagen, ungefähr wie viel kostet eine? Also ungefähr das Material kostet ungefähr 2500 Euro. Wenn er aus Kunststoff ist, wenn er aus anderen Materialien ist, kann es wesentlich teurer sein. Wir haben ein Aluminium-Foldruiden und dann hat man einen kleinen Wagen ungefähr mit 15.000 Euro da stehen. Okay, okay. Welche Funktion hat dieser Roboter? Zum Beispiel zu Hause, was er kann machen? Also er kann nicht staubsaugen, er kann nicht Kaffee kochen. Es ist der R2 männlich und Männer kochen einen keinen Kaffee. Keine Frau? Nein, ist ein Mann. Oh, okay. Danke. Gerne schön.
Wie heißen Sie? Hi, ich bin Philipp Eggers, grüß. Okay, ich bin Jolanda. Woher kommen Sie? Ich komme aus Hannover. Gut. Können Sie erzählen bitte über Ihre Kreativität? Gerne. Ich benutze alte Gobelins, alte Stickbilder, die ich auf Flohmärkten finde, bei eBay oder Haushaltsauflösung. Nehme die auseinander, ziehe dann Fäden raus und stecke neue Fäden rein, sodass halt neue Elemente in alte Bilder kommen. Das Ganze wird wieder in den Originalrahmen reingesetzt und ja, sieht dann aus, wie es schon seit 40 Jahren aussieht, nur halt mit neuen Details, wie hier die Mütze und der Bart. Okay, was hat sich inspiriert für das? Ich habe irgendwann auf dem Flohmarkt ein Bild gesehen, bei dem ich dachte, da fehlt was. Und ich musste das Bild kaufen und es mal ausprobieren, ob das klappt, was ich mir vorgestellt habe. Mhm. Und ein paar Stunden später war plötzlich die Alpenlandschaft mit dem Todesstern zu sehen. Das war toll und da bin ich bei geblieben. Eine Idee folgte der anderen und okay. Mittlerweile habe ich, glaube ich, 90 Bilder. Oh, was zu viel. Und noch eine Frage. Zum Beispiel, wenn jemand möchte kaufen, eine von Bild, wie viel das kostet? So im Schnitt 200 bis 250 Euro. Es gibt immer Ausreißer nach unten, nach oben, aber so ist der Schnitt. Okay, danke für das Interview. Sehr gerne, ich danke auch. Schönen Tag auch. Danke. Ich heiße Werner Gerold. Ich heiße Jolanda. Was können Sie erklären über Ihre Kreativität? Meine Aktivitäten sind hier Modellbau, den ich schon seit dem 9. Lebensjahr betreibe, mit großen Lücken dazwischen natürlich, weil Schule, Beruf gehört einfach dazu, um sich ein Hobby zu finanzieren. Und wenn man dann Zeit hat, dann baut man Modelle, die einem Spaß machen. Und hier habe ich besonderes Interesse daran zu zeigen, wie ich meine Propeller mit Luft antreibe, ohne Motoren in die einzelnen Flugzeuge zu verbauen. So, okay. Das ist relativ simpel, weil kein Kabel stört, kein Motoreinbau und dementsprechend werden sie von unten mit Luft angeblasen und damit drehen sie sich. Ach so. Okay, interessant. Ja. Und was hat Sie dazu inspiriert? Die drehenden Propeller. Es ist immer ein Eyecatcher, auch in den Plastikmodellbau etwas Bewegung hineinzubringen. Und da wir ein relativ statisches Modellbau-Fachgebiet betreiben, bei den Autos, die kann man kaum fahrend darstellen, außer mit ein bisschen Dynamik in Staubaufwirbelungen und. Das sieht man dann aber nur an der Karosse. Hier in dem Flugzeugbau kann man zumindest drehende Propeller als Bewegung mit einbringen. Und das kommt immer bei den Besuchern sehr gut an. Mhm. Wie lange brauchen Sie Zeit, gebaut eine Modelle? Das kommt auch darauf an, welche Teilevielfalt wir hier haben. Zwischen einer Woche bis 14 Tage. Die Zeit komprimiert. Natürlich kann es sein, dass so ein Modell mal über ein Jahr und länger liegt, weil man keine Lust mehr für dieses Teil hat oder einem die Inspiration fehlt. Und dann lässt man es einfach liegen, fängt mit einem anderen an und baut dann weiter. Okay, danke. Und darf ich fragen, zum Beispiel, wenn Sie möchten, verkaufe einige von Modellen, wie viel kostet am teuersten und wie viel kostet am billigsten? Niemals. Also Modelle, die ich baue, verkaufe ich nicht. Ach so, okay. Die kommen bei mir zu Hause in die Vitrine und werden hier auf Modellbauausstellungen ausgestellt. Wenn ich welche kaufe, die kosten zwischen 9 bis 50 Euro. In der Modellbranche, die ich hier verbaue. Andere kosten mehr, weil ja, sie höher, größer und viele mehr Teile haben. Danke. Okay, ich danke auch. Viel Spaß noch auf der Maker Faire.
Hi. What is your name? My name is Sandro Vrbanus. We come from Croatia, and our company usually makes metal fences and gates and so on from wrought iron, handmade. So we wanted to show that anything can be done in this way, by hand, in the Baroque style. So we made this car. It's a Volkswagen Beetle from 1971, original. And we changed the bodywork, but the mechanical car is still just the same as it was. So it drives on the street normally, but it looks a bit different. Yeah. So that's the motivation for the product. Yes, okay. Okay. How long did it take? It took three of our best people 6 months. They spent more than 3,000, maybe 3,500 hours working on that. First creating everything, every part, then putting it all together, and after that applying the gold finish, because this is all 24 karat gold on the joints and details, and more than 5,000 Swarovski crystals to add the sparkle. Yes. What inspired you to do this? Well, the inspiration was just to show that anything can be done. So this, we use this as a marketing piece, just to show, yeah, that anything is possible. Your sales? No, it's not for sale, and there is no price. Maybe everyone want to buy. Yeah. People ask, but we never talk about it. Yeah, maybe if some sheikh comes with a bag full of money, we might start talking. Right. Yeah, but no, yeah. That's right. But basically, it's not for sale because this love and passion that is installed in the. How much cost in this steel? In this. Well, to tell you the truth, we don't know. We don't know because we did it as a side job. And we never calculated. There's 3,500 hours, there's a few hundred kilos of metal and some gold and maybe a few thousand euros of Swarovski crystals, but all together, I don't know, I can't tell you. Maybe anyone want to do this similar. Okay. I would order. Okay. You can order. If somebody is interested, we can do something similar. Yeah. Not the same, but similar. Yes. Okay, thank you. Thank you. This is the original Volkswagen Beetle engine, 1200 cc from 1971. And it still runs. Thanks. No problem.